Ja, super. Ja, Dienstag, 26. Januar 2021, genau 13:30 Uhr, hoffe ich zumindest, sagt die Uhr hier in Rostock in der Stadthalle, dass es soweit ist. Ich begrüße die Zuhörerinnen, die Zuhörer, vielleicht sogar deutschlandweit, aber zumindest im wunderschönen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Freue mich, dass die Elektrofachschulung, die 31. ist es, hier in Rostock in einer etwas anderen Form wie sonst üblich stattfindet. Und freue mich sehr, dass ich einen kleinen Beitrag leisten darf hier heute in der Stadthalle im Saal 3. Ich darf mich eingangs ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Körner, Eckart Körner. Der eine oder der andere, der jetzt an den Endgeräten sitzt, wird mich sicherlich aus den vergangenen Jahren schon kennen. Sie werden auch erkennen, diese Folie hat sich etwas geändert. Hier steht unten in Zusammenarbeit und da schon der erste Tippfehler drin mit dem Hause Gossen-Metrawatt. Eine kleine Reminiszenz an meine Kolleginnen und Kollegen in Nürnberg. Ich grüße Sie ganz herzlich. Der eine oder andere wird wahrscheinlich zuschauen. Seit dem Jahresende bin ich halt im Ruhestand. Das muss man auch mal vielleicht an dieser Stelle erwähnen. Vielen herzlichen Dank dennoch. Unser heutiges Thema, wie in den Jahren zuvor, befasst sich wiederum mit der DIN VDE 701, 702. Und hier steht ein kurzer Rückblick. Sie haben in den letzten Jahren ja schon öfter die Information bekommen, ja, diese Norm befindet sich im Wandel. Und nun ist es wirklich aktuell soweit, dass über diesen Wandel auch berichtet werden kann. Heißt im Klartext, wir werden uns in der nächsten vor uns liegenden Dreiviertelstunde ein klein wenig mit den Auswirkungen in Anführungsstrichen beschäftigen. Was kommt eigentlich bei der Prüfung der elektrischen Geräte auf den Prüfer zukünftig vor? Aber gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Rückblick. Es gab ja vor langer, langer Zeit, und sie waren gültig bis zum 01.06.2009, sowohl die DIN VDE 701 als auch die DIN VDE 702. Irgendwann, und zwar kurz nach dem Jahre 2009, wurde dann zusammengefasst diese beiden Normen zu einem Stück Papier. Es war die DIN VDE 701-702. Wir hatten viel Freude, das muss man so sagen, mit dieser Norm. Aber im Laufe der Jahre sind natürlich die Hersteller der Prüflinge, die wir regelmäßig als Prüfer vor unser Prüfgerät kommen, der Entwicklung unterlegen, und es sind dort neue Geräte, neue Prüflinge entstanden zu ganz anderen Bedingungen, wie wir sie vielleicht in der zurückliegenden Zeit vor nunmehr 10, 12, 13 Jahren gekannt haben. Dem musste man Rechnung tragen, und ich glaube, wir waren uns schon immer alle einig, dass das auch langsam Zeit wurde, dass diese Norm an der einen oder anderen Stelle mal überarbeitet wurde. Diese Norm ist Stand noch aktuell heute gültig. Das wird sich zukünftig ändern. An der einigen Stelle hat es sich schon geändert, aber dazu auf einer der nächsten Folien mehr. Die Frage ist ganz einfach: Wie geht es eigentlich an dieser Stelle weiter? Steigen wir also mal in den entsprechenden Bereich ein. Wir sehen hier ganz oben führend die alte, in Anführungsstrichen, ich will es wirklich mal so sagen, DIN VDE 701, 702. Und Sie erkennen auch auf der Folie, die Sie vor sich auf den Bildschirmgeräten haben, diese wird bis zum 16.12.2022 zurückgezogen sein. Das ist also wirklich das Enddatum für diese aktuelle Norm. Es ist dann in der Entwicklung Folgendes passiert: Man hat sich geeinigt auf zwei Normen. Es gibt einmal die EN 50678. Sie sehen das auf der linken Seite, und es gibt einmal die EN 50699 auf der rechten Seite. Die 50678 wird zukünftig heißen DIN VDE 701. Und Achtung, sie ist in Deutschland bereits im Dezember 2020 veröffentlicht worden. Die Damen und Herren von Ihnen, die im letzten Jahr schon in diesem kleinen Vortrag waren, werden es noch im Ohr haben. Da war es ja bereits angekündigt, und jetzt ist es zum Jahresende wirklich aktuell soweit. Diese Norm ist gültig. Und diese Norm, das sehen Sie in dem mittleren Kästchen auf der linken Seite, ist ein allgemeines Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen von Elektrogeräten, und das Ganze bezieht sich auf den Fall: Was muss ich machen, wenn ich dort repariert habe? Das heißt, wer jetzt für sich sagt: Oh, naja, da muss ich ja gar nicht rein, weil die 701 interessiert mich nicht. Ich repariere ja gar keine Geräte.
Der kann sich für einen Teil des Vortrages schon mal etwas entspannter nach hinten legen. Aber auf der rechten Seite sehen Sie die 50699 mit dem Titel Wiederholungsprüfung für elektrische Geräte EN Europanorm 50699 wird überführt in die DIN VDE 702. Und Sie erkennen tatsächlich, es ist Stand heute wieder so, wie es vor etlichen Jahren schon mal war. Dazu gibt es gute Gründe, dazu gibt es vielleicht weniger gute Gründe. Eine einzige Norm für beide Bereiche wäre vielleicht zielführender gewesen. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Wir werden damit leben. Bis zum 21.09.2021 soll diese Norm DIN VDE 702 veröffentlicht werden. Und Sie haben eingangs schon gelesen, bis zum 16.12.2022 ist die alte Schrift dann zurückgezogen. Das ist zukünftig wirklich von uns als Prüfer zu beachten. Nun schauen wir mal nach vorne in die zukünftigen Anwendungen. Ich habe mir mal erlaubt, beide Normen etwas gegeneinander zu stellen. Nein, das ist vielleicht der falsche Satz an der Stelle, sondern gegenüberzustellen. Die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede an der Stelle sollen hier nochmal etwas klarer herausgearbeitet werden. Nun schauen wir mal rein, ein kurzer Einblick. Geprüft werden nur noch Geräte, nur noch in Anführungsstrichen, es bezieht sich natürlich auf die elektrische Prüfung, die mechanische Prüfung. Das, was vielleicht auch in der Gefährdungsbeurteilung hinterlegt ist, kann ja durchaus nur die mechanische Prüfung sein, wird hier nicht umfasst. Geprüft werden elektrische Geräte mit einer Versorgungsspannung größer 25 Volt Wechselspannung bis 1000 Volt und größer 60 Volt Gleichspannung, das Ganze bis zu einem Endwert von 1500 Volt und mit einer maximalen Stromausnahme bis 63 Ampere und einem Steckeranschluss Typ A. Jetzt kommt natürlich immer die erste Frage, ja, es ist lange her, die Ausbildung ist schon ein paar Tage zurückliegend. Was ist ein Steckeranschluss Typ A? Und da müssen wir einmal schauen, Steckeranschluss Typ A sind sogenannte nicht-industrielle Stecker, Schuko-Stecker, aber auch der Kaltgerätestecker. Und ich höre schon an der einen oder anderen Stelle, ach je, das, was wir auf der Baustelle einsetzen, soll also gar nicht mehr geprüft werden. Ich darf Sie beruhigen an dieser Stelle, es gibt natürlich einen nationalen Anhang. Jedes Land ist ja in die Lage versetzt worden, aus der Europanorm die entsprechende Landesnorm herauszubilden. Und im nationalen Anhang wird natürlich auch wieder die Prüfpflicht für diese Geräte, die auf Baustellen und ähnlichen Einsatzgebieten zu finden sind, hinterlegt sein. Das ist eine Selbstverständlichkeit, denn an erster Stelle steht natürlich die Gesundheit desjenigen, der dieses Arbeitsmittel auch verwendet und in die Hand nimmt. Jeder möchte am Ende des Tages natürlich unversehrt nach Hause kommen. Ja, hier ist das Ganze nochmal zusammengefasst. Nochmal der Verweis auf der Folie auf den nationalen Anhang, der eine entsprechende Prüfung vorschreibt bzw. vorschreiben wird in Bezug auf die 702, die ja zurzeit noch nicht veröffentlicht ist. So, wir schauen weiter. Es ist etwas geändert worden in dieser Norm, in diesen beiden Normen. Es entfällt zukünftig die Liste, wofür die Norm gilt. Die Technik entwickelt sich weiter. Man hätte diese Liste relativ schnell, zeitnah immer wieder anpassen müssen. Das wird jetzt umgangen, indem man heute eigentlich sagt, es wird eine Liste geben, wozu diese Norm dann entsprechend nicht gilt. Aber das schauen wir uns gleich in den Gegenüberstellungen in der Änderungsstatistik durchaus etwas genauer an. Und lassen Sie mich an dieser Stelle vielleicht sofort einsteigen, weil 45 Minuten für das gesamte Thema ist natürlich auch etwas kurz bemessen. Aber es geht halt nicht anders in diesem Jahr. Sie sehen in den nächsten Folien eine Tabelle, auf der linken Seite immer die Besonderheit aus der DIN VDE 701, auf der rechten Seite immer die Besonderheit, wenn wir auf die DIN VDE 702 zu sprechen kommen. Nochmal, der Teil 702 ist noch nicht veröffentlicht, da schauen wir also etwas nach vorne. Aber das tut uns gut, weil wir wissen dann auch, auf was müssen wir uns demnächst einstellen. Reparaturen und Instandsetzung an einem entsprechenden Gerät, an einem entsprechenden Prüfling. Hier gilt es, die Elektrofachkraft zum Einsatz zu bringen. Das ist verständlich. Die Elektrofachkraft wird reparieren. Die Elektrofachkraft kann Gefahren, kann die entsprechenden Dinge abschätzen. Das kann der Laie oder auch ein vielleicht nur mäßig angelernter Kollege leider nicht leisten. Bei der Wiederholungsprüfung ist man nach wie vor den Weg gegangen, dass die Elektrofachkraft hier federführend ist, aber auch die sogenannte elektrotechnisch unterwiesene Person, ich habe es hier nochmal mit den drei Buchstaben EUP rot hervorgehoben, ist durchaus befähigt unter Führung, Leitung und Aufsicht der Elektrofachkraft, die entsprechenden Prüfungen dann auch normgerecht durchzuführen.
Und ich darf an dieser Stelle vielleicht schon einpflegen, ja, es werden sich auch Änderungen in den entsprechenden zu prüfenden Bedingungen abzeichnen. Aber dafür haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Das heißt, in einer der nächsten Folien werden wir auf diesen Teil dann auch noch zu sprechen kommen. Schauen wir weiter, was auf uns zukommt. Diese Norm gilt nicht. Und das war ja die Änderung, die Darstellung dessen, wofür die Normen nicht angezogen werden. Bei Reparatur und Instandsetzung, also bei der Reparatur, Audio-Video-Informations- und Kommunikationstechnikausrüstung und Netzteile. Dort sollen wir entsprechend nicht prüfen. Es ist wieder die Frage, warum machen wir das nicht? Das ist ein Punkt, den kann man lange auch kontrovers diskutieren. Aber ich darf an der Stelle erinnern, es gibt durchaus angrenzende Normen, die dann eine entsprechende Prüfung genau für diesen Bereich vorschreiben. Und hier gilt es natürlich, die Elektrofachkraft, die entsprechend ausgebildet ist bei der Reparatur und Instandsetzung, diese angrenzenden Normen dann zu kennen, anzuwenden und entsprechend umzusetzen. Stationäre Generatoren bei der Wiederholungsprüfung, aber auch Photovoltaikkonverter sowie Wechselstrom-Gleichstromkonverter, also Netzteile, wie auch immer man das nennen möchte, bei Reparatur und Instandsetzung auf der einen Seite gezeigt, bei der Wiederholungsprüfung auf der anderen Seite die entsprechende Ausnahme. Aber auch hier der Hinweis, achten Sie darauf und da wird es dann schon etwas anspruchsvoller. Was sagen begleitende Normen, was sagt der nationale Anhang an der Stelle? USVs, SPS, PLCs, Antriebe, Produkte, die einer anderen Normen unterliegen, fallen nicht in den Bereich der DIN VDE 701, aber auch nicht in den Bereich der 702. Und ich darf an dieser Stelle wirklich daran erinnern, das traf ja in der alten Fassung DIN VDE 701-702 auch schon immer zu. Schweißgeräte, eine ganz andere Norm. Okay, die Messverfahren sind aus der 701, 702, aber die Betrachtung der Grenzwerte, die Betrachtung der Ausmaße, die Betrachtung dessen, was geleistet werden muss, ist in der 544-4 beschrieben. Maschinen, DIN VDE 113, das ist die EN60204. Medizingeräte ist schon seit Jahr und Tag die 751, die wir dort an der Stelle zu Rate ziehen müssen. Das heißt, wir sehen, bestimmte Bereiche, die schon immer ausgegrenzt waren, sind auch nach wie vor ausgenommen. Und das macht technisch durchaus einen Sinn. Das ist eine sehr vernünftige Lösung, wie ich persönlich an der Stelle meine. Doch wir schauen weiter. Jetzt kommen wir zu ein paar besonderen Geräten, wenn es darum geht, wir haben vielleicht in der Reparatur einen Prüfling zu bearbeiten, der sich im Haushalt, im ganz normalen Haushaltseinsatz befindet. Dort entfällt die Ableitstromuntermessung unter Berücksichtigung von Fremdspannungen an Eingängen. Ja, wenn man diesen Satz das erste Mal liest, dann sagt man sich vielleicht, naja gut, okay, machen wir eben nicht. Aber es hat Konsequenzen. Diesen Satz sollte vielleicht auch mal ein zweites Mal lesen, vielleicht auch mal überdenken, was ist da eigentlich mit gemeint? Und wir werden auf einer der nächsten Darstellungen sehen, oh, da kommt etwas auf uns zu. Wenngleich auch viele unter uns sagen werden, das ist auch nicht so neu. Aber für Haushaltsgeräte entfällt das Ganze. Die Bestätigung der Funktion anderer Schutzmaßnahmen ist für den Fall der Reparatur bei einem Haushaltsgerät nicht notwendig. Die Polarität von Netzsteckern bei einem Haushaltsgerät wird ebenfalls nicht überprüft. Und eine Funktionsprüfung ist auch nicht notwendig. Da muss ich leider etwas schmunzeln. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist unglücklich, etwas zu reparieren, es zum Kunden zu bringen und dann die Aussage zu tätigen, müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube, der Prüfer oder der Reparateur an dieser Stelle wird schon automatisch irgendwo einen Funktionstest mit durchführen wollen. Ich denke, das ist er seinem guten Namen letztendlich ja auch schuldig. Wir schauen aber weiter. Was kommt auf uns zu? Bei der Reparatur wird die korrekte Polarität von gepolten Netzanschlussleitungen nicht mehr überprüft. Das Ganze, die Prüfung der Polarität von Netzanschlussleitungen, entfällt natürlich auch auf der Seite der entsprechenden Wiederholungsprüfung, also auf der Seite der 702-Prüfung. So, und jetzt sind wir aber schon die ganze Zeit unterwegs mit dem Begriff, wir prüfen. Und wir wissen auch, Prüfen ist mittlerweile definiert. Auch ohne diese Definition wussten wir eigentlich schon immer, was zu tun ist. Wir haben einen Ist-Zustand ermittelt, wir kennen einen Soll-Zustand und dieser Soll-Zustand sind für unsere Messungen ja auch die entsprechenden Grenzwerte. Wo finden wir diese Grenzwerte? Das war oft die Frage. Nun, wir schauen in die Normen hinein und dort sind die entsprechenden Grenzwerte zum Teil auch zahlentechnisch genannt.
Das ist der eine Punkt. Das heißt also, es kann ja durchaus vorkommen, dass wir während einer Reparaturinstandsetzung, während einer Wiederholungsprüfung feststellen, dass unser Prüfling den geforderten Grenzwert laut Norm nicht einhält. Was war zu tun, was ist zukünftig zu tun? Nun, unsere vornehmste Aufgabe ist es, in die Produktnorm zu schauen. Klammer auf an der Stelle, klar, die kennen wir alle in diesem Moment. Aber es zeigt nochmal an der Stelle, für die Reparatur und Instandsetzung, hier ist die Elektrofachkraft gefordert. In den Produktnormen kann es sein, dass etwas zu der Grenzwertbetrachtung hinterlegt ist. Ist das nicht ausreichend, müssen wir uns die entsprechende Hilfe holen. Und wer könnte uns besser helfen als der Hersteller des jeweiligen Prüflings, den wir gerade vor unserem Prüfgerät bearbeiten? Nun, und Sie wissen auch, wenn Sie bei einem Hersteller anrufen, mit etwas Glück hat man den richtigen Kollegen am Telefon und innerhalb von Sekunden weiß man, wohin der Zug fährt. Mit etwas weniger Glück wird es so sein, dass man dort vielleicht auch nicht die Auskunft bekommt, die man gerade in diesem Moment für die weitere Bearbeitung notwendigerweise braucht. Aber das ist das tägliche Spiel, das wird immer so sein, das war immer so, das ist ganz einfach im Bereich der technischen Betrachtung notwendig und vielleicht auch das Gebot der Stunde. Nun, es wird eine Änderung geben und die ist sehr interessant, wenn wir den Bereich des Schutzleiterwiderstandes betrachten. Wir erinnern uns zurück, was derzeit der aktuelle Stand ist und ein Teil dieser Betrachtung wird auch beibehalten werden. Sie kennen alle einen Grenzwert von 0,3 Ohm für eine Geräteanschlussleitung bis zu einer Länge von 5 Meter. Darüber hinaus waren ja für weitere 7,5 Meter auf diese 0,3 Ohm eben dieser Wert von 0,1 Ohm heraufzuaddieren. Dieses Ganze gilt nach wie vor bei einer Leitungslänge auch über 5 Meter, bei einem Querschnitt maximal 1,5 Quadrat. Das sind also in der Regel diese ganzen Geräteanschlussleitungen. Da wird dieser ganze Prüfablauf so bleiben, wie Sie ihn kennen, so bleiben, wie auch Ihre Prüfgeräte, die vielleicht elektronisch automatisch arbeiten, das Ganze dann auch bearbeiten können. Und es gibt eine Änderung und diese Änderung ist wichtig und diese Änderung macht durchaus Sinn, wenn wir uns mal anschauen, was passiert eigentlich bei größeren Leitungslängen, bei größeren Stromstärken. Dort wird ja der Querschnitt dann logischerweise heraufgesetzt und ab einem Querschnitt von 1,5 Quadrat gilt, und jetzt kommt Physikklasse 8 bei uns im Norden zum Tragen, Rho mal L durch A und dann kam die Leerzeit, da hieß es L durch Kappa A. Und es werden zusätzlich nochmal kleinere Werte, kleinere Beträge hinzuaddiert, nämlich diese 0,1 Ohm, das sind die Kontaktübergangswiderstände. Wer so ein bisschen in die Medizintechnik guckt, der wird sagen, ah, da ist es genauso, daher kenne ich das schon. Also durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, um diesen Bereich Schutzleiterwiderstand viel, viel besser in der Betrachtung in den Griff zu bekommen. Der Prüfstrom von 200 mA wird sich aktuell nicht ändern und der erhöhte Prüfstrom, der ja teilweise auch gerne genommen wird mit den 10 Ampere, die Vorteile, aber auch durchaus Nachteile haben. Da gibt es vielleicht eine Empfehlung in die Richtung, dass man sagt, mit einem geringeren Prüfstrom circa 1 Ampere, aber letztendlich sind die 10 Ampere nicht vom Tisch. Hier kann man immer nur sagen und appellieren, nutzen Sie diesen Prüfstrom, nutzen Sie ihn sinnvoll bitte. Er macht an einigen Stellen durchaus Sinn, an anderen Stellen macht er keinen Sinn, aber dazu vielleicht bei einem nachfolgenden Termin, bei einer nachfolgenden Schulung an der Stelle nochmal in der Tiefe etwas mehr. Das werden wir zeitlich heute leider nicht schaffen. So, wir gehen mal weiter und schauen uns das Ganze an. Natürlich gibt es nicht nur die Messung des Schutzleiterwiderstandes, sondern es schließt sich, wenn Sie sich so die Prüfpyramide, die Ihnen vielleicht bekannt ist, mal so ein bisschen vor Augen halten. Als zweiter Prüfschritt, vielleicht beim Klasse 1 Gerät ist es ja der erste Prüfschritt, an vielen Stellen auch immer wieder an die Isolationswiderstandsmessung. Ja, und da gibt es halt Schaltkreise, Geräte, die haben verbaut einen sogenannten Suppressor oder es gibt auch Self- und Pelf-Komponenten, das kennen Sie. Und dort ist es jetzt möglich, die Prüfspannung von den obligatorischen 500 Volt zu reduzieren auf einen Bereich von 250 Volt. Isolationswiderstandsmessung, auch das ist Ihnen bekannt, immer mit einer Gleichspannung. Ich habe Ihnen unten nochmal mitgebracht das Schaltzeichen für diesen Suppressor.
Das ist klar. Und wenn Sie nicht nur bei den Geräten der Prüfer sind, sondern auch in den Anlagen, dann werden Sie feststellen, oh ja, das kennen wir ja eigentlich auch aus der festen elektrischen Anlage, weil dort haben wir ja auch den Umstand, wenn wir Überspannungsableiter haben und nichts anderes wird hier im Grunde genommen formuliert, dann konnten wir die Spannung herabsetzen für den Prüfablauf. Nur den Grenzwert dürfen wir halt nicht verändern. Und da passen sich die entsprechenden Normen physikalisch bedingt sinnvollerweise an der Stelle auch an. Es macht also einen Sinn, was dort gemacht wurde. Tja, hier nochmal eine kleine Gegenüberstellung für die Betrachtung des Isolationswiderstandes. Die Prüfung erfolgt bei der Reparatur auch zwischen der Netzversorgung und den Self-Pelf-Kreisen. Das ist ja etwas, was wir schon immer propagiert haben. Das heißt, wir machen im Grunde genommen eine ISO-Messung von der Eingangsseite auf die Ausgangsseite des entsprechenden Netzteiles. An der Stelle. Das ist bei Schweißgeräten übrigens auch eine der Messungen, die schon lange gefordert ist. Bei der Reparatur und Instandsetzung ist diese Messung nicht notwendig. Entschuldigung, bei der Wiederholungsprüfung ist diese Messung nicht notwendig. Wie finden Sie in der Tabelle ja auf der rechten Seite. Die Isolationswiderstandsmessung bei einem fest installierten Gerät wird ebenfalls nicht durchgeführt. Sie kann durchgeführt werden, das ist aber technisch etwas aufwendiger. Auch ein fest installiertes Gerät darf ja mit der Wiederholungsprüfung durchaus bearbeitet werden. Das muss entschieden werden. Wo finden wir diese Entscheidung? Da darf ich verweisen auf die Gefährdungsbeurteilung, aber vielleicht auch auf die Anweisung von unserem Auftraggeber, der explizit gefordert hat, bitte diese Geräte auch mit beachten, mit bearbeiten. Und es gibt einen wichtigen Punkt bei der Wiederholungsprüfung. Die Isolationswiderstandsmessung kann entfallen, wenn wir als Prüfer dabei abschätzen, oh hoppla, das wird unser Prüfling vielleicht nicht überleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich pflege an der Stelle immer zu sagen, es war ja früher beschränkt auf Geräte, die aus der Kommunikations-, aus der Elektronikecke kamen. Es ist ja nun mal nicht unser Job zu sagen, also die Prüfung hat er alle bestanden. Einschalten müssen wir nicht, weil bei der Isolationswiderstandsmessung ist das Gerät erwartungsgemäß gestorben. Solche Geräte gibt es leider noch, teilweise auch sehr alte Geräte, von denen man sich vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen gar nicht trennen mag. Also hier die Ausnahme, aber das ist auch im Grunde genommen kein neuer Stoff. Das ist etwas, was wir in der zurückliegenden Zeit eigenverantwortlich an vielen Stellen auch sicherlich in diese Richtung entschieden haben. Wir schauen etwas weiter. Prüfpyramide bedeutet ja auf der linken Seite, wir kommen in den Bereich des Schutzleiterstromes. Tja, und hier sehen wir eine kleine Gegenüberstellung. Bei der Wiederholungsprüfung ist die Messung des Schutzleiterstromes für ein fest installiertes Gerät nicht notwendig. Das macht technisch durchaus Sinn. Man könnte es machen, technisch ist es möglich, aber es ist nicht vorgeschrieben. Der Prüfer entscheidet letztendlich. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich in der Gegenüberstellung. Hier steht bei der Reparatur an Geräten der Schutzklasse 3 oder in Self- und Pelf-Kreisen entfällt diese Prüfung. Und auf der rechten Seite bei der Wiederholungsprüfung steht es nur bezogen auf die entsprechende PELF-Eintragung. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was ist denn da passiert? Warum ist denn da ein Unterschied? Und ich habe mir erklären lassen, es könnte sich um einen einfachen Übertragungsfehler handeln. Das muss man also wirklich für sich als Prüfer entscheiden. Wie werde ich an dieser Stelle vorgehen? Halte ich mich an das Papier? Entscheide ich mit den und den Hintergründen eigenverantwortlich? Aber wir verlassen diesen Bereich der oberen beiden Zeilen mal und wenden uns einem Stückchen Eintrag zu, den wir eine Zeile tiefer finden. Der wurde schon ganz kurz bei Haushaltsgeräten mal genannt. Bei der Reparatur und bei der Wiederholungsprüfung ist ab jetzt normativ vorgeschrieben, die Prüfung des Ableitstromes, da durch Fremdspannung an isolierenden Eingängen verursacht werden kann. Das ist vorgeschrieben. Wenn man das Ding zwei, dreimal liest im ersten Moment, sagt man, oh Gott, was ist denn damit gemeint? Es müsste eigentlich in Anführungsstrichen für uns alle ein alter Hut sein, denn in der alten Fassung der DIN VDE 701, 702 ist das Ganze schon im informativen Teil genannt worden, einschließlich der entsprechenden Prüfschaltung. Okay, sind wir ehrlich, wir haben es einfach vielleicht auch nicht gemacht. Aber wir kommen gleich dazu. An einem Beispiel möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man vorgehen kann. Jetzt muss man einfach mal schauen. Wir gucken auch gleich mal weiter, was uns bei den entsprechenden Einträgen, nämlich beim Berührungsstrom, zusätzlich erwartet. Auch hier
In der oberen Zeile die Gegenüberstellung, was passiert Gerät Schutzklasse 3 oder auch Self- und Pelf-Kreise mit demselben Hinweis, wie er eben bei dem entsprechenden Schutzleiterstrom schon ergangen ist. Aber auch hier der Hinweis, bezogen auf den Berührungsstrom, dieser ist zu messen, und zwar der Ableitstrom, der durch die Fremdspannung an einem isolierten Eingang verursacht wird. Wir schauen uns das gleich an. Ich glaube, das ist ganz interessant. Und wir schauen uns auch mal an, was ist da eigentlich mit gemeint. Aber dazu noch ein wenig Geduld. Eine kurze Zusammenfassung als Fazit an dieser Stelle. Bei der Prüfung der elektrischen Geräte kann man nun zukünftig nicht mehr nur von der 701, 702 ausgehen, beziehungsweise auf diese zurückgreifen. Der erste Teil ist bereits veröffentlicht. Der ist aktuell schon scharf geschalten. Na klar, es gibt noch eine Übergangszeit. Der 702-Teil wird kommen, aber dann ist das Ganze in der Form auch Geschichte. Gut, okay, damit können wir leben, wenn wir uns das Ganze so anschauen. Spätestens zum 21. September 2021 ist dieses Papier, Entschuldigung, ist dieses Verbundpapier DIN VDE 701, 702 an der Stelle Geschichte. Es wird zurückgezogen. Jetzt holt mich auch noch der Husten ein. In zunehmendem Maße, aber auch das wurde ja schon in der alten Norm immer genannt, sind Produktnormen oder Herstellerangaben für die entsprechenden von uns zu prüfenden Geräte zu berücksichtigen. Es ist ja unglaublich, aber so ist das halt, alles live. Das heißt, wenn wir mit den Grenzwerten nicht weiterkommen, dann haben wir das Problem, dass wir uns die entsprechenden Produktnormen, aber auch die Herstellerangaben für die einzelnen Geräte, für die einzelnen Prüflinge vor Augen führen müssen. Wenn mal jemand so nett ist und mir einen Schluck Wasser reinreichen würde, das würde, glaube ich, weiterhelfen. Okay, das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Ich mache trotzdem mal weiter. Insbesondere können Grenzwerte für Ableitströme zulässig sein und eventuell, danke sehr. Sie werden entschuldigen, meine Damen und Herren, aber live ist live. Also insofern, Prost. Und es müssen auch andere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, deren Wirksamkeit zu überprüfen ist. Wie lange das wohl noch gut geht mit der Stimme. Ich möchte jetzt auf einige ausgewählte Messverfahren zurückkommen, weil die Zeit schreitet doch relativ schnell vor. Und ich glaube, man ist schon gespannt, was kann denn an dieser Stelle überhaupt gemeint sein mit der Spannung an einem berührbaren Teil. Und das wollen wir uns vielleicht nachher auch mal anschauen. Das heißt, wir gucken jetzt mal auf die Messung des Ableitstromes am isolierten Eingang. Nochmal der Hinweis, bisher war das in der 701, 702 in der alten Norm im informativen Teil zu finden. Nunmehr ist es normativ. Das heißt, für alle Damen und Herren unter den Prüfern, die solche Geräte vor ihr Prüfgerät bekommen, sind diese Messungen durchzuführen. Und wenn man sich das erste Mal dort mit vertraut macht, dann wird man feststellen, ach du je, was wollen die überhaupt von mir? Und wenn man dort etwas ein bisschen drüber nachdenkt oder auch mal mit einem Kollegen spricht, dann stellt man fest, alles nicht so schlimm, lässt sich alles machen, aber man muss es halt machen. Tja, Messung des Ableitstromes, der von einem isolierten Eingang mit einer Nennspannung über 50 Volt AC oder 120 Volt DC erzeugt wird. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist überhaupt ein isolierter Eingang bei einem Prüfgerät oder bei einem entsprechenden Verbrauchsgerät. Das heißt, dieser isolierte Eingang, der ist zu finden beispielsweise an einem Leistungsanalysator. Oh, welche, werden viele sagen, habe ich noch nie als Prüfling gehabt. Sie können Tischmultimeter haben, Sie können aber auch Oszilloskope haben. Sie können andere Geräte haben, wo Signale von außen, Spannungssignale in das Gerät eingegeben werden. Hier ist der Berührungsstrom und der Schutzleiterstrom zu messen, wenn diese Signalspannungen anliegen. Das ist ein Novum, das kennen wir bei den elektrischen Prüfungen im Detail bisher nicht. Der Medizintechniker kennt das Ganze sehr wohl. Tja, und es ist zusätzlich der Ableitstrom zu messen zu dem Berührungsstrom und der Schutzleiterstrom. Berührungsstrom natürlich immer nur dann, wenn ich an meinem Prüfling auch ein sogenanntes berührbares, leitfähiges Teil habe, welches nicht mit dem Schutzleiter verbunden ist. Und diese zusätzliche Ableitstrommessung ist durchzuführen mit der Nenneingangsspannung, der an den Eingangsklemmen angelegt werden kann. Tja,
Das ist mal der erste Hinweis, wo kriegen wir das Ganze denn her, wo die Nenneingangsspannung, wie groß diese denn nun ist. Und da hilft es bei neueren Geräten, dass man sich von dem Prüfling die sogenannte CAT-Bewertung anschaut. CAT-Kategorie, Einsatzkategorie. Und diese Einsatzkategorie ist bei den neuen Geräten in der Regel auch auf dem entsprechenden Gerät vermerkt. Bei einem alten Gerät sind wir wieder in der Position, dass wir uns die Bedienungsanleitung, vielleicht den Hersteller, den es vielleicht gar nicht mehr gibt, dann zu Rate ziehen muss. Und jetzt denken wir den ganzen Sprung mal ein Stück weiter. Wir hätten vielleicht einen Netzanalysator, wir hätten vielleicht ein Oszilloskop, was tatsächlich eine Eingangsspannung von 1000 Volt Wechselspannung hat. Das bedeutet also, ich muss die Ableitströme mit dieser Spannung in Höhe von 1000 Volt messen. Die erste Frage ist natürlich, oh Gott, wo kriege ich jetzt meine Messspannung her? Habe ich gar nicht. Richtig, viele Prüflinge werden wir so auch nicht bearbeiten können. Es macht durchaus Sinn, dort auf ein Verfahren auszuweichen, das relativ einfach ist. Hier ist dann genannt in der Norm, wenn keine geeignete Spannungsquelle verfügbar ist, kann der Ableitstrom oder können die Ableitströme in drei Schritten bearbeitet werden. Schritt Nummer 1, ich bewerte den Ableitstrom, ohne den Eingang anzuschließen. Den Ableitstrom, man müsste eigentlich sagen die Ableitströme, es bezieht sich auf die Schutzleiterströme, aber auch auf die Berührungsströme, sofern ich berührbare leitfähige Teile habe, die nicht mit Schutzleiter verbunden sind. Ja? Ohne den Eingang anzuschließen. Dann nehme ich aus dem Ablauffundus heraus, das sogenannte alternative Verfahren, Ersatzableitstromverfahren genannt, und ich lege diese Ersatzspannung an den Eingang an. Das sind natürlich nicht diese 1000 Volt oder diese 500 oder 600 Volt, wie sie in den CAT-Beziehungen oft angegeben sind, sondern da stellt sich die Frage, mit welchem Messspannungswert arbeitet das verwendete Prüfgerät. Kommen wir gleich drauf. Ja? Der Ableitstrom ist auf die höchste für den Eingang zu verwendende Nennspannung zu berechnen. Das heißt, unser angezeigter Wert mit der entsprechenden Spannungsaufgabe muss hochgerechnet werden auf die höchste Eingangsspannung, die ich an diesen Eingang anlegen darf. Und im Endergebnis muss ich dann meinen Schritt 1 und meinen Schritt 2 bewerten. Aber das ist das normale Bild eines Prüfers. Ich mache meine Messungen, ich muss meinen Messwert ermitteln, ich muss meinen Grenzwert ermitteln, ich muss das Ganze bewerten und die Abweichung natürlich vorher feststellen. Also ein ganz normaler Prüfablauf. Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Ja, das ist so. Die erste Frage ist ganz einfach, mit welcher Spannung arbeitet das von uns verwendete Prüfgerät bei der Messung des Ableitstromes nach der alternativen Methode? Das ist mal eine Frage, die wir beantworten müssen, aber ich komme gleich darauf. Die ist relativ schnell beantwortet, die Frage. Es sei denn, man hat ein uraltes Prüfgerät, das nicht dem aktuellen Stand entspricht, dann haben wir natürlich ein entsprechendes Problem. Aber wir gehen mal weiter in der Darstellung. Ich habe hier mal ein Beispiel gefügt. Ich habe mir ein Oszilloskop besorgt. Das Ding, das Gerät hat gute 30, 40 Jahre auf dem Buckel. Es hat einen Eingangsbereich, also dieses berührbare Teil, wo ich diese Spannung anlegen darf, in Höhe von kleiner gleich 400 Volt Wechselspannung, fällt also unter diese Betrachtung. Ich habe ein Gerät mit Schutzklasse 1. Dieses Gerät verfügt also über einen Schutzleiter. Und ich habe an diesem Prüfling, an diesem Oszilloskop, auch zusätzlich noch ein berührbares, leitfähiges Teil, welches an der Stelle natürlich nicht mit Schutzleiter verbunden ist. Das heißt, ich muss wirklich das ganze Programm abfahren, muss meine entsprechenden Messungen machen. Und das schauen wir uns im Detail jetzt mal an, was da auf uns zukommt. Dieses Bild ist Ihnen sicherlich bekannt. Das heißt, dieses Bild im Hinterkopf zu haben, auf den Prüfling zuzugehen und zu erkennen, oh, da ist ein Schutzleiterstecker, Schutzkontaktstecker angebaut, also ein Schutzleiter vorhanden. Ich muss wohl den Schutzleiterwiderstand prüfen. Ich muss den Isolationswiderstand messen, es sei dann, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist natürlich von Fall zu Fall, von Prüfling zu Prüfling unterschiedlich. Und ich muss den Schutzleiterstrom messen. Ich habe ja einen Prüfling mit Schutzleiter und ich habe ein berührbares, leitfähiges Teil. Das heißt, ich muss hier meinen Berührungsstrom messen. Und wenn man das Ganze so im Zugehen auf den Prüfling mal abarbeitet, dann kommt man hier, wie gesagt, auf die Fragen, die wir beantworten müssen. Und wir stellen fest, naja, bei diesem Oszilloskop möchte ich vielleicht ungern eine Isolationsspannung anlegen, also die Isolationsfähigkeit messen. Außerdem ist dort ein Netzteil, ich würde also keine Isolationsfähigkeit unter Umständen messen.
Das ist mir alles ein bisschen wackelig. Ich überspringe diesen Punkt ganz einfach mal. Aber meinen Schutzleiterstrom kann ich messen. Ja, dann werde ich es auch machen. Ich muss mir natürlich darüber im Klaren sein, nach welchem Verfahren arbeite ich. Und ich kann meinen Berührungsstrom messen. Das wäre aber auch der Ablauf für einen Standardprüflink. Jetzt kommen wir aber in die Situation, dass wir ja noch diesen berührbaren Eingang haben, an den eine Fremdspannung angelegt wird. Das heißt, wir müssten diesen Bereich oben 400 Volt Eingangsspannung durchaus berücksichtigen. Das ist unser Job. Und das Ganze sieht dann so aus, dass wir eine zusätzliche Messung in diesen Aufbau hereinkriegen. Das heißt, wir müssen messen den Abschaltstrom von einem isolierten Eingang. Die ersten vier Punkte auf der zurückliegenden Folie messen wir mit den herkömmlichen entsprechenden Abläufen. Und dann wird an diesen Eingang das entsprechende Signal, alternatives Verfahren angelegt und der entsprechende Messwert wird ermittelt. Das Ganze wird hochgerechnet und ich darf Ihnen das ganz kurz mal darstellen, wie so ein Prüfablauf sich in der Form gestaltet. Auf der linken Seite sehen Sie den Arbeitsschritt, in der Mitte natürlich das Ergebnis und wir sind ja Prüfer. Wir brauchen für die Bewertung unseren entsprechenden Grenzwert. Ich habe eine Anschlussleitung, 1,5 Quadrat ist der maximale Querschnitt. Das hält meine Anschlussleitung ein. Sie soll haben etwa eine Länge von 1,6 Meter. Okay, das ist so ein Daumen geschätzt von mir. Es können auch 1,5 oder 1,65 Meter sein, spielt keine Rolle. Ich habe 190 Milliohm in der Anzeige meines Prüfgerätes. Mein Grenzwert beträgt kleiner gleich 0,3 Ohm. Das Ganze ist also mit bestanden an der Stelle schon mal zu bewerten. Jawohl, der erste Punkt ist erledigt. Die Messung der Isolationsfähigkeit überspringen wir. Darauf hatten wir uns verständigt. Und wir tauchen ein in die Prüfpyramide auf der linken Seite in die Messung des Schutzleiterstromes. Und da wir dort ein entsprechendes Netzteil haben, werden wir dort mit dem alternativen Verfahren nichts werden. Das heißt, wir müssen umsteigen, entweder auf Differenzstrommessung oder aber auf die Messung des Schutzleiterstromes nach dem direkten Stromverfahren. Beide Verfahren unterscheiden sich technisch, es sind Besonderheiten. Hier für den Ablauf habe ich mich mal entschieden, die entsprechende Differenzstrommessung durchzuführen. Das Ganze, und das wissen Sie als Prüfer, in beiden Steckerstellungen, also Stecker 1, Stecker 2, der Schuko-Stecker, die LN-Zuordnung ist ja nicht gegeben, hängt ab, wie hat der Kollege in der Anlage installiert, wie kontaktiere ich gerade. Das heißt, in beiden Steckerstellungen müssen diese Ergebnisse oder muss das Ergebnis des Ableitstromes ermittelt werden. Und wir liegen hier einmal bei 22 Mikroampere, einmal bei 29 Mikroampere. Der Grenzwert für ein normales elektrisches Gerät, ich trage gerade Eulen nach Athen, das wissen Sie, ist kleiner gleich 3,5 mA. Die 3,5 mA sind ja der Höchstwert für den Schutzleiterstrom bei einem normalen Gerät. Es sei denn, Produktnorm oder Hersteller gibt uns etwas anderes vor. Nun, als nächsten Prüfschritt steht an die Messung des Berührungsstromes. Das heißt, genau dasselbe Verfahren, das Messverfahren ist wieder die Differenzstrommessung. Ich muss also wieder in beiden Steckerstellungen arbeiten. Je nachdem, welches Prüfgerät man verwendet, wird das sinnvoll verknüpft, damit man ein bisschen Prüfzeit einspart. Und hier messe ich auch entsprechend 22 Mikro und 30 Mikroampere. Und der Grenzwert für meinen Berührungsstrom, das kennen Sie, es wurde heute Morgen auch vom Kollegen Burkhard Schulze schon angesprochen. Warum 0,5 Milliampere? Der Grenzwert liegt halt bei den entsprechenden 0,5 Milliampere. Und was wir in der Anzeige sehen, ist deutlich kleiner wie der entsprechende Grenzwert. Also ist die Messung für diesen Teil natürlich auch mit bestanden zu definieren. In der Auswertung. Prüfen. Wir sind Prüfer. So, und jetzt kommen wir dazu, dass wir unsere Messung des Ableitstromes am isolierten Eingang durchführen sollen. Das Prüfgerät, was ich hier dankenswerterweise verwenden durfte, hat dazu zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich habe zwei Sonden an meinem Prüfgerät. Ich muss mir das richtige Messverfahren einstellen und man erkennt deutlich, ich habe einen Wechselspannungserzeuger auf der linken Seite im oberen Bild und ich habe einen entsprechenden Anzeiger. Was man hier nicht erkennt, ist zusätzlich ein eingebauter Widerstand in Höhe von aktuell 2 Kiloohm, in der Medizintechnik auch 1 Kiloohm. Mit diesen beiden Sonden gehe ich in den Eingang meiner BNC-Buchse und taste an der zweiten Stelle mein Gehäuse ab und ich habe einen Messwert von 48 Mikroampere ermittelt. Die zweite Möglichkeit wäre, wenn mein Prüfgerät das hergibt, ich gehe gleich in die Ersatzableitstrommessung hinein. Das Bild sehen wir links unten dargestellt und ich taste wiederum mit meiner Sonde in die entsprechende BNC-Buchse. Bei meinem verwendeten Oszilloskop als Prüflink ist der Eingang halt über eine BNC-Buchse realisiert, in den heißen Eingang rein.
So, und jetzt kommt die Auswertung an der Stelle. Wenn ich mir das Ergebnis in der mittleren Spalte anschaue, dann habe ich das Problem, dass ich sage, naja, wie groß ist denn nun meine Spannung bei der Ersatzableitstrommessung? Und hier muss man Obacht geben. Hier heißt es, meine Bitte an die Prüfer, an Sie alle also, machen Sie sich bitte mit den Unterlagen Ihres Prüfgerätes vertraut und schauen Sie mal, was der Hersteller Ihres Gerätes dort leistet. In dem von mir verwendeten Prüfgerät bricht während der Messung die Spannung, die beträgt 230 Volt auf 229,9 Volt zusammen. Die Anzeige wird aber vom Prüfgerät immer, und das ist die Forderung an die Prüfgerätehersteller, auf 230 Volt hochgerechnet in dem Fall. Das heißt, ich habe 48 Mikroampere bei einer Prüfspannung von 230 Volt. Und jetzt kommt der entsprechende Punkt, den wir leisten müssen. Unsere Eingangsspannung von diesem Oszilloskop beträgt 400 Volt Wechselspannung. Das heißt, ich muss diesen Messwert von 48 Mikroampere bei 230 Volt einfach linear hochrechnen auf die 400 Volt. Bedeutet am Ende der Berechnung roundabout 83,5 Mikroampere, habe ich dort bei 400 Volt zu erwarten. Und dieses Ergebnis geht jetzt in den Schritt 3 hinein. Wir haben den ersten Schritt, wir haben den zweiten Schritt geleistet und der Schritt 3 ist, das Ganze muss ich jetzt bewerten. Und diese Bewertung ist relativ einfach. Ich habe das mal tabellarisch dargestellt, um so ein klein bisschen Überblick zu haben. Messung des Schutzleiterwiderstandes, abgehakt, erledigt. Messung des Schutzleiterstromes ohne Signal am Eingangsteil, erledigt. Messung des Berührungsstromes auch erledigt. Und Sie sehen hier auch in der Darstellung jeweils beim Schutzleiter und beim Berührungsstrom zwei Messwerte, weil beide Steckerstellung. Es versteht sich von selbst, und jetzt trage ich wieder Eulen nach Athen, dass der Prüfer den jeweils schlechteren, also in diesem Fall den jeweils höheren Wert, in die Betrachtung hineinnimmt. Aber ob ich nun 22 oder 30 Mikroampere beim Berührungsstrom nehme, der Grenzwert liegt bei 0,5 Milliampere, ich bin also weit weg. Okay, und jetzt kommt die Bewertung, Ableitstrommessung am Eingangsteil. Ich muss betrachten den Schutzleiterstrom als Punkt 1 und den Berührungsstrom als Punkt 2. Ich muss also auf die Ergebnisse des Schutzleiterstromes diese hochgerechneten 83,5 Mikroampere in diesem Fall raufaddieren. Ich habe hier auch bewusst wieder beide entsprechenden Messwerte reingenommen. Es ist ausreichend, wenn man sagt, naja, ich nehme nur den größten, also den schlechtesten Messwert. Das werden für den Schutzleiterstrom die 29 Mikro plus 83,5 gibt 112,5. Bin ich weit weg von den 3,5 Milliampere. Und beim Berührungsstrom sind es die 30 Mikroampere, 83,5 Mikroampere dazu. 113,5 bin ich deutlich weg von meinen 0,5 Milliampere. Also in Summe, und das ist das, was wir leisten müssen, die Zusammenfassung, alle Messschritte, elektrische Messschritte bestanden. Es wird sich so entwickeln, dass die Prüfer unter uns, die viel in Bildungseinrichtungen zu Hause sind, also in der normalen Schule, denken Sie an den Physikunterricht, also in der Berufsausbildung, also in einem Forschungsinstitut, also an den Universitäten und Hochschulen dieses Landes oder überhaupt der Universitäten und Hochschulen in Deutschland, genau diese Punkte leisten müssen. Bei Reparatur und Instandsetzung eines Oszilloskops, das geht per Post irgendwo hin, denke ich, da ist es nicht unser Ding. Und jetzt müssen wir uns ehrlich mal die Frage stellen, wie viele Oszilloskope hat ein normaler Auftrag in seinem Abarbeitungsbestand? Also es wird schon einen Bereich der Prüfer unter uns erreichen, aber ich glaube, die Mehrzahl der Prüfer wird das Ganze so in der Form unterkritisch sehen und sagen, habe ich noch nie gehabt, also Thema ist an der Stelle erledigt. Ich bin auch davon überzeugt, dass meine wirkliche ehrliche Meinung, dass die Hersteller der Prüfgeräte in einigen Wochen oder Monaten einen automatisierten Prüfablauf an der Stelle anbieten können. Das, was hier in der Tabelle geleistet wurde, sollte man auch im Jahr 2021 in digitalisierter Form in einem Prüfgerät abbilden können. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Das Rennen sei eröffnet an dieser Stelle. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben noch zwei, drei Minuten, sehe ich gerade. Stimmt? Ja, ne? Das heißt, ich würde ganz kurz noch mal auf die Bedingungen des Schutzleiterwiderstandes hinweisen. Bedeutet im Klartext, Sie kennen diese Messschaltung und der kleine Hinweis an dieser Stelle lautet von mir, prüfen Sie bitte auch bei einem Mehrfachverteiler jeden einzelnen Anschluss, nicht nur einen und ich habe meine Pflichtenschuldigkeit getan, prüfen Sie bitte jeden einzelnen Anschluss, das ist wichtig, der Schutzleiter ist das wichtigste Stück bei der Prüfung nach meinem Verständnis überhaupt. Das ist hier mal die Messschaltung so als Blockschaltbild gezeigt und wir machen einen kleinen Exkurs.
Was die Grenzwerte anbelangt, nochmal in die Erinnerung gerufen, ein Gerät mit einer Anschlussleitung bis 5 Meter, der Grenzwert 0,3 Ohm. Das Ganze heute in der 701, 702, so wie es hier steht, zukünftig bis zu einem Querschnitt maximal von 1,5 Quadrat. Aber auch hier, es gibt, und das wissen wir, sowohl für den Hausmeister als auch im Haushalt die Verlängerungsleitung, sie möge 20 Meter betragen. Das heißt hier der Rechenalgorithmus, der uns allen vertraut ist, diese 0,1 Ohm zusätzlich zu den 0,3 Ohm für jede weitere 7,5 Meter. Der obere Grenzwert physikalisch bedingt, um die Abschaltzeiten auch einhalten zu können, liegt bei einem Ohm. Daran beißt die Maus keinen Faden ab im Moment. Und dem gegenübergestellt, oder darauf folgend, ist hier nochmal ein kurzes Rechenbeispiel. Was passiert eigentlich bei einer 20 Meter langen Geräteanschlussschnur? Nein, bei einer 20 Meter langen Verlängerung. Die ersten 5 Meter, das kennen wir, bringen 0,3 Ohm in die Berechnung, bleiben noch 15 Meter übrig. Durch 7,5 sind exakt 2, lässt sich gut im Kopf rechnen. 2 mal 0,1 Ohm, also in Summe, bringt unsere Verlängerungsleitung mit 20 Meter einen maximalen Grenzwert von 0,5 Ohm mit. Und es ist an dieser Stelle immer gern der Hinweis von mir, jetzt kann man im Kopf mal weiterrechnen, wann ich denn an die 1 Ohm komme. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich brauche im Garten da 70, 80 Meter Verlängerungsleitung, kannst du mir das mal zusammenbauen? Können kann ich das schon, aber machen werde ich das nicht. Da muss etwas anderes zur Lösung rein, weil da muss natürlich auch geschaut werden, was passiert eigentlich, wenn was passiert. Aber das ist gar nicht so einfach für einen Nicht-Elektriker, weil es funktioniert doch. Ja, aber nicht im Fehlerfall. Wir haben hier nochmal kurz den Hinweis, falsch wäre zu sagen, wenn die 0,3 Ohm nicht gelten, gilt ja automatisch 1 Ohm. 1 Ohm ist der maximale Grenzwert aus der 701, 702. Aber wir sehen, 20 Meter bringen halt diesen Wert von 0,5 Ohm mit. Und es sei ganz kurz nochmal die Rechnung erlaubt. Für ein Rechenbeispiel 2,5 Quadrat bei entsprechend 20 Metern Geräteanschlussschnur. Ja, da haben wir 0,0171 Ohm mal Quadratmillimeter pro Meter, das Ganze mal 20 zuzüglich der 0,1 Ohm und ich sag mal über den Daumen 0,25 Ohm wäre so ein Richtwert, 0,24 Ohm. Das wäre der Grenzwert für diese 20 Meter lange Geräteanschlussschnur für einen Querschnitt von 2,5 Quadrat. Und Sie sehen, das geht auch in der Betrachtungsweise in Richtung der festen Elektroinstallation, weil auch hier geht man ja davon aus, und das ist richtig, wie ich meine, Leitungslänge, Material, in diesem Falle in dem Beispiel natürlich Kupfer und Querschnitt haben Einfluss auf den Widerstand. Das ist schon ein Unterschied, ob ich in der festen Elektroinstallation 2 oder 20 Meter verlege. Ich kann nicht einfach sagen, oh ja, wird schon stimmen, hat immer gestimmt, das funktioniert. Das machen wir auch nicht, aber das vielleicht nochmal so als kleine Erinnerung an dieser Stelle. So, und jetzt sagt mein netter Kollege im Hintergrund, wir sind jetzt mit der Zeit auch gut durch. Ich tippe mal hier unten auf den Punkt und komme eigentlich zur vorletzten Folie. Erfahrungsgemäß liegen hier noch einige Folien, die man noch hätte machen können. Aber andere Zeiten, andere Vortragslängen, kein Problem. Jetzt wird man vielleicht sagen, oh Mann, ist das alles kompliziert. Nein, es ist natürlich nicht kompliziert, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen uns, und das müssen wir uns auch zugestehen, durchaus mal ein bisschen mit der Materie vertraut machen. Dazu bietet Ihnen der Landesinnungsverband mit Sicherheit den einen oder anderen Einstieg für eine entsprechende kurze Schulung, für einen entsprechenden Lehrgang, was auch immer an. Es betrifft an einigen Stellen uns allen, es betrifft an einigen Stellen aber auch wirklich nur den einen oder anderen Prüfer, der dort an dieser Stelle mit befasst ist. Nochmal der Hinweis, denken Sie dran, was passiert eigentlich, wenn ich in dem Bereich einer Universität bin, Elektroausbildung, dort gibt es Oszilloskope. Was passiert, wenn ich bei einem Dienstleister bin, der vielleicht nur Küchengeräte hat? Ich glaube nicht, dass ein Dienstleister mit Küchengeräte irgendwo ein Oszilloskop im Hintergrund hat. Ich wäre damit am Ende meiner mir zur Verfügung gestellten Zeit, sage an dieser Stelle wie in jedem Jahr vielen herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Und falls es noch Fragen gibt, Christopher, können wir uns verständigen, die können wir gleich machen. Oder wir sagen, das können wir per E-Mail über euren Zugang machen. Wie siehst du das? Ja, wir haben eine Frage noch aus dem Publikum. Mhm. Und zwar erneut von ElektroJS. Und zwar fragt er, sollte man den Schutzleiterwiderstand bis 1,5 Quadratmillimeter ohne den Übergangswiderstand rechnen?
in der jetzigen Berechnungsgrundlage ist es ja so angegeben, dass bis 1,5 Quadrat und 5 Metern, also bis 5 Meter, dieser Übergangswiderstand in den ersten 0,3 Ohm schon mit enthalten ist. Diese Rechnungsgrundlage wird ja auch zukünftig Bestandteil sein. Diese 0,1 Ohm, die kommen bei größeren Querschnitten dazu. Schauen Sie, wir haben ja die Betrachtung bei einem Querschnitt 2,5 oder 4 oder 6 Quadrat, dass wir uns auf den Leiterquerschnitt abhängig von der Länge und vom Material zusätzlich beziehen und für den Übergangsbereich Steckerkupplung 0,1 Ohm drauf addieren. Das ist der Hintergrund an der Stelle. Also an der Stelle eindeutig, die 0,1 Ohm sind in den ersten, in der ersten Betrachtung mit drin. Für alle anderen Betrachtungen oberhalb 1,5 Quadrat die 0,1 Ohm mit draufrechnen. Okay. Okay. Ja. Das dann war's. Dann hoffe ich, ElektroJS, deine Frage ist beantwortet. Ja, falls nicht, gerne nochmal per E-Mail, können wir gerne nochmal drauf eingehen. Ja, wir sind ja noch eine Weile live, also wenn noch was ist, einfach in den Chat reinschreiben. Ich kann dich ja bestimmt nochmal ansprechen. Ja, gerne. Okay. Also vielen herzlichen Dank in die Runde, vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren, die zugeschaut haben. Danke. Thank you.